kurzer Videotest mit dem Oppo Reno 4 Pro. Hier ist der gut bekannte Sony IMX586 verbaut und in dem Fall mit einem OIS stabilisiert. Es ist eine 4K-Aufnahme bei 30 FPS mit dem Hauptsensor. Fokus schnell und genau. Und Oppo bietet nochmal einen Ultra Steady Mode, sogar in zwei Versionen. Einmal mit der normalen Kamera, den zeige ich euch gleich noch, und einmal mit der Ultra Weitwinkelkamera. Man kann in den Aufnahmen zoomen, allerdings kann man nicht auf den Telefotosensor wechseln und Videoaufnahmen sind mit dem Telefotosensor auch nicht möglich. Also ist das jetzt quasi ein Zweifach-Zoom, Fünffach-Zoom, aber der ist rein digital. Jetzt noch eine 1080p-Aufnahme, auch hier arbeitet quasi der EIS und OIS zusammen und stabilisiert quasi das Bild. Bei 1080p sind auch 60 FPS möglich, schauen wir uns auch gleich noch an. Die Qualität ist für eine 1080p-Aufnahme auch annehmbar und die Stabilisierung ziemlich gut. Der Fokus schnell, ist ein Laserfokus. So, und jetzt das Ganze noch mit 60 FPS. Auch hier, also die OIS-Stabilisierung kann man ohnehin nicht ausstellen, aber es kommt mir auch so vor, als würde hier auch noch ein EIS arbeiten. Insbesondere für schnelle Bewegungen einzufangen, sind solche 60 FPS-Aufnahmen ziemlich praktisch. Auch der Fokus funktioniert noch gut, ist ein Laserfokus, neigt nicht zum Springen, ist super schnell und genau. Auch Schwenks kommen ganz gut rüber. Echt eine gute Qualität, die Oppo hier abliefert. Jetzt sind wir quasi im Ultra Steady Mode. Mit der normalen, mit der Hauptkamera, also noch nicht mit der Ultraweitwinkel. Und ich gehe jetzt mal ein paar Schritte, dann gucken wir uns das mal im Vergleich an. Ich kann auch mal quasi ein bisschen joggen, dass man sieht. Also merkt man schon, wird sehr stabil gehalten und dazu gibt es jetzt sogar noch eine Steigerung zu diesem Ultra Steady Mode, eben mit der Ultra Weitwinkelkamera. Jetzt, das ist jetzt die Ultra Weitwinkelkamera, die in dem Fall natürlich auch gekroppt wird. So sieht das Ganze aus und wenn ich jetzt laufe, wieder das gleiche Spiel, also wackelt fast überhaupt nicht und hält das Bild super stabil. Schade ist, dass man nicht zwischen den Sensoren wechseln kann. Und jetzt schauen wir uns noch die Frontkamera an. Das ist jetzt die normale 32 Megapixel Frontkamera, die im Standard nicht stabilisiert wird, aber auch hier steht wiederum ein Steady Mode bereit, den ich euch dann jetzt auch direkt zeige. Da wird das Bild auch wiederum verkleinert. Und so sieht das dann aus. Dann hat man schön stabilisierte Vlogs, kann man hier machen. Soundqualität ist auch gut. Und das war's dann auch mit dem kurzen Kameratest zum Oppo Reno 4 Pro.